Wir starten mit unserem Office-Gruß Teil 1. Dazu gehen wir wieder in die leichte Kniebeuge, lassen die Arme hängen und richten uns auf, indem wir in den Ballenstand gehen, Arme Richtung Decke heben, wieder in die Anfangsposition zurückkehren. Das gleiche nochmal, Oberkörper aufrichten, die Arme rückwärts kreisen und wieder Anfangsposition. Beim Vorwärtskreisen die Arme zur Seite öffnen und in eine tiefe Kniebeuge gehen. Aus dieser tiefen Kniebeuge mit dem linken Bein aufstehen, das rechte Knie vor dem Körper strecken, wieder vor den Körper führen, wieder in die tiefe Kniebeuge, auf dem rechten Bein aufstehen, strecken, wieder Kniebeuge. Jetzt bei der Kniebeuge darauf achten, die Knie nicht nach innen zu bewegen, Körper etwas aufrichten, wir drehen uns nach links, blicken hinter die Schulter, nach vorwärts bewegen, aufrichten, den Rücken rund machen, wieder zurückkehren in die Kniebeuge und Oberkörper aufrecht, Knie nicht bewegen beim Drehen des Körpers, nach rechts drehen, nach vorne drehen und wieder den Rücken rund machen. Wir lassen die Finger ineinander, ziehen uns in die Länge und neigen den Körper nach links, stellen das rechte Bein vorne über. Jetzt gehen wir aus dieser Seitneigung wieder hoch und nehmen das vordere Bein nach hinten in den Ausfallschritt. Dabei darauf achten, das Knie zu beugen. Und wenn wir rechts hinten sind, lassen wir den rechten Arm stehen. Jetzt neigen wir uns zu einem hängenden Arm. Die Arme wieder nach oben strecken und dabei gleichzeitig das hintere Bein durchdrücken. Und jetzt verlagern wir das Gewicht auf das vordere und gehen in eine Standwaage. Also ich nehme den Oberkörper jetzt möglichst tief, das Bein möglichst hoch, die Arme auch möglichst hoch. In dem Einbeinstand Blick vor die Zehen aufrichten und das Knie vor den Körper heranziehen. Jetzt im Gegenzug die Hüfte strecken, Fußfessel fassen und den Arm gleichzeitig zur Decke hochlegen. In den Stand, beide Arme beim Kniebeugen zum Körper heranziehen, die Ellenbogen, dabei richtig die Schulterblätter an die Wirbelsäule ziehen. Mit dem Aufstehen die Finger ineinander legen, Körper rechts neigen, das gleiche zur anderen Seite, linkes Bein überstellen. Das vordere Bein wieder in den Ausfallschritt zurücksetzen, linker Arm bleibt stehen, Ferse weg hinten und das Knie ist gebeugt, neigen uns zum hängenden Arm. Beide Arme wieder hoch. Und dabei das hintere Bein durchdrücken in die Standwaage. Arme wieder möglichst neben den Kopf bringen. Einbeinig aufrichten. Das Knie zum Körper ziehen. Atmet regelmäßig. Wir gehen in die Hüftstreckung. Standbein ganz locker die Zehen lassen und ein letztes Mal in die Kniebeuge und dabei die Ellenbogen zum Körper ziehen. Das waren jetzt beide Office-Grußteile. Machen wir uns zum Schluss nochmal groß und die Arme hängen lassen. Gut, zum Hauptteil zeige ich euch jetzt eine kleine Einführung, was mir da wichtig ist bei dieser Übung. Wir gehen jetzt in einen Ausfallschritt, den wir auch vorher beim Office Gruß gemacht haben. Linkes Bein ist hinten, rechtes Bein ist mein Standbein. Ich zeige euch jetzt die Bewegung an sich mal. Ich strecke das hintere Bein durch, hebe das Bein leicht an. Bitte mal zuschauen. Und jetzt drehen wir unsere Hüfte, die ich mit beiden Händen umfasse,
drehen wir jetzt zeitlich etwas auf. Das ist schwer. Und dann drehe ich die Hüfte wieder in die frontale Position. Können wir jetzt mal gemeinsam machen. Stellt euch bitte auf das linke Bein, rechtes Bein hinten. Beide Hände an die Hüften fassen, hinteres Bein durchdrücken und jetzt das hintere Bein leicht anheben. Und jetzt kommt diese Bewegung. Wir drehen die Hüfte auf. Ihr könnt mit dem Blick trotzdem nach unten schauen. Und die Hüfte jetzt wieder nach vorne frontal drehen und dabei die Zehen wieder aufsetzen auf den Boden. Noch zweimal aufdrehen beim Heben des Beines. Und einwärts drehen beim Absenken der Fußspitze. Letzte Wiederholung. Und nochmal drehen. Ihr spürt, es ist sehr schwer, das Gleichgewicht wieder zu halten, aufsetzen und das Gewicht wieder von dem vorderen Bein lösen und beide Beine lockern. Also das ist deswegen für mich wichtig, dass ihr nachher in einer Übung, die wir nachher machen, auch darauf achtet, dass die Hüfte schön nach vorne gedreht ist und nicht aufdreht. Deswegen machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal auf dem rechten Bein. Die linke Fußspitzen aufsetzen, Finger wieder an Hüftknochen, das Gewicht auf das vordere Bein verlagern und jetzt wieder hinten anheben und vorsichtig die Hüfte aufdrehen, so wie das für euch möglich ist. Wieder frontal aufsetzen vom Fuß. Zweite Wiederholung. Zehen locker lassen im Standbein und konzentriert diese Bewegung durchführen. Letzte Wiederholung. Nochmal vorsichtig drehen die Hüfte. Und wieder Vorposition drehen und vorsichtig den Oberkörper wieder aufrichten. Sehr gut. Also es ist schon eine schwere Übung. Kann sich vorstellen, bei dem Drehen, wie sich der Oberschenkelknochen in der Hüfte dreht, das Gelenk wird belastet, die ganze Beinmuskulatur wird beansprucht und auch trainiert. Gut, wir machen eine kleine Gegenbewegung, wo wir die obere Extremität kräftigen. Dazu geht es einfach in eine leichte Kniebeuge. Chips das Gesäß nach hinten, könnt ihr gleich mitmachen. Wir nehmen den Kopf in eine neutrale Position und die Arme gestreckt neben den Kopf. Entspannt ihr bitte euren Po fest an. Die Bauchdecke nach innen ziehen. Wir bewegen unsere Arme jetzt voneinander weg, in kleinen Kreisen. Der gesamte Arm wird aus der Schulter hochgehoben und nach außen die Bewegung weiterführen. Betont bitte dieses Hochziehen Richtung Decke. Noch 10 Wiederholungen. Atmet aus den Schulterblättern die gestreckten Arme. Voneinander wegkreisen. Noch 5. Po anspannen. Die letzten 2. 1. Und wieder senken die Arme. Und beide Beine auslockern. Schultern lockern. Als ganz wichtig bei dieser Übung ist für mich diese Sensibilisierung auf die Punkte Hals, dass der Hals wirklich neutral ist und auch die Anspannung in eurem Gesäß und in eurem Bauchbereich. Wir machen das Ganze noch einmal, bitte das Gesäß leicht absenken nach hinten, Kopf neutral und die Arme wieder neben den Kopf. Wir bewegen jetzt die Arme kreisend zueinander. Aus den gestreckten Armen. Fest Po anspannen. Und die Betonung nach oben. Wirklich schön aus den Schultern, Arme hoch. 10 Wiederholungen. Bauchdecke nach innen ziehen. Bitte atmen. Noch 5. Letzte Wiederholung und wieder rauskommen, beide Schultern auslockern.
sollst, kommt schon diese Kombination, die Verknüpfung von dieser ersten Übung, die wir gemacht haben, wo ihr bitte jetzt darauf achtet, in diesem Einbeinstand eure Hüfte nicht aufzudrehen, sondern frontal quasi nach vorne gedreht zu lassen und das Ganze jetzt auf das vordere Bein verlagern. Hinteres Bein könnt ihr gleich anheben. Wir nehmen wieder eine neutrale Kopfposition. Nehmen die Arme wieder neben den Kopf hoch, gestreckt. 10-mal voneinander wegkreisen und atmen. 10 locker. Bein ganz durchdrücken. Betonung hoch. Noch 5. Letzte Wiederholung. Und wieder im Einbeinstand aufrichten. Beide Beine lockern. Also ich würde sagen, das ist eine ganz körperkräftigende Übung. Ihr schult bei dieser Übung euer Gleichgewicht. Ihr kräftigt die gesamte Beinseite und habt gleichzeitig noch die gesamte Rückenmuskulatur und Schultermuskulatur, die ihr hier kräftigt. Auf der anderen Seite machen wir das wieder mit dem Zueinanderkreisen. Linkes Standbein. Knie ganz durchdrücken hinten. Und wieder die neutrale Beckenstellung frontal, neutrale Halsposition, Arme anheben. Möglichst hoch. Zueinander. 10 Wiederholungen. Po anspannen. Bauchdecke nach innen ziehen. Noch 5. Letzte Wiederholung noch einmal. Möglichst hoch und wieder aufrichten. Beide Beine auslockern. Ich denke, dass es jetzt schon ein bisschen warmer wird, dem ganzen Körper. Und wir kommen jetzt schon wieder zum Endteil. Wir haben ja auch schon gelernt, bei diesen Einbeinstandübungen ist es wichtig, dass wir unsere Waden dehnen, haben wir schon gemacht. Wir machen heute auch wichtige Übungen, und zwar wieder, die wichtig für sitzende Tätigkeiten sind, Hüftstreckung. Deswegen fassen wir mal als kleine Variation mit der linken Hand das rechte Bein. Bringen jetzt den Oberschenkel möglichst weit in die Streckung der Hüfte. Zeigt das von der Seite. Und damit man sich noch ein bisschen größer macht, bitte den freien Arm in die Streckung. Also schon alleine dieses diagonale Fassen von dem Bein ist eine kleine Variation in der Dehnung unserer Oberschenkel. Und das Ziel sollte aber immer sein, diese Hüfte zu strecken. Also schaut auch, ob das Knie wirklich neben dem Standbein ist. Bauchbecke auch leicht nach innen ziehen. Noch 5. Und wieder sanft die Position ändern, lösen, auslockern. Gut, machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Ich fasse ja auch hier wieder diagonal. Denkt bitte nicht den Wert, dass ihr die Ferse, das Gesäß berührt, sondern dass die Hüfte gestreckt ist. Also für alle, die Kniebeschwerden haben und Probleme haben, das, den Fuß zu fassen, kann man das auch mit einem Handtuch machen. Es geht hier nur um die Streckung der Hüfte. So, 30 Sekunden Minimum. Auch die Zehen locker lassen, Standbein. An Knie. Noch 10 Sekunden. Fünf. Und noch etwas in die Streckung kommen. Die Position wieder langsam auflösen. Als das merken, bei langem Sitzen die Hüfte immer wieder mal richtig aktiv strecken. Allerdings ist es auch wichtig, unsere rückseitige Muskulatur zu dehnen. Und deswegen machen wir heute mal eine Rumpfbeuge nach vorne mit gestreckten Beinen. Wir lassen unsere Arme hängen und gehen jetzt Stück für Stück mit unserem Körper Richtung Boden nach unten, bis uns unsere Muskeln, unser Bindegewebe bremst. Also auch hier ohne Kraft
Schwerkraft wirken lassen. Es ist eine statische Dehnung hier, einfach mal hängen lassen. Und jetzt kann man aus dieser Position auch sanft in eine dynamische Dehnung gehen, dabei den Oberkörper sanft wippend hoch und runter bewegen, in kleine Bewegungen. Ob das jetzt gerade ist, oder wir gehen jetzt mal ein bisschen Richtung linkes Bein, auch in dieser Position weiter wippen. Atmen, Schultern ganz locker lassen, über die Mitte zur rechten Seite weiter wippen. Und wieder wippend zur Mitte kommen, aufhören zu wippen und langsam Oberkörper Stück für Stück wieder hochziehen. Wir gehen nochmal in eine Ausgleichsbewegung nach oben, ziehen uns nochmal in die Länge. Auch hier könnt ihr euch sanft überstrecken, hoch und lang machen. Langsam absenken. Sehr gut.